Hallöchen und schnutzig willkommen zurück hier zu World of Warcraft Beta für Battle of Azeroth. Wir haben schon eine Kleinigkeit abgeschlossen, sind aber immer noch mitten. Ach Gott, ich muss noch unbedingt hier. Wo war das denn? Kamera. Nein, Kamera nie anpassen. Dankeschön. So. Ach, schon besser. So, infiltriere die Burg mit König Anduin, helf Jaina. Okay, ich denke mal, wir müssen das hier irgendwie killen. Oder die hier irgendwie killen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall nochmal ein herzliches Willkommen zurück. In der letzten Folge oder in der ersten Folge sind wir über das Schlachtfeld geflimmert und haben zwischen Gift und Galle ein bisschen was gemacht und wir sind aktuell in einem Szenario, was ich vielleicht erwähnen sollte, in einem Szenario und das müssen wir halt jetzt beenden, damit wir vermutlich dann ganz normal weiterspielen können im neuen Addon, in der neuen Welt. Ja, genau, weißt du, ich stehe hier und krieg erstmal aufs Maul. Ich erstmal so einen Kieselstein am Kopf geschmisse. Au! Ja gut, weh tut es nicht. Angreifen darf ich trotzdem. Ich weiß jetzt nicht, von wem das kam. Ob das jetzt von unserer Seite kam oder von der gegnerischen Seite. Ich schätze mal, wir müssen uns hier jetzt einfach durchkloppen. Bis wir da hinten wahrscheinlich zum Boss kommen. Ganz da hinten. Und mit dabei ist Laylis oder Laylis. Ich will da nicht hin. Hallo? Mit dabei ist die Laylis oder Laylis, die aktuell von dieser kompletten Gruppe jetzt noch alleine da ist. Und alle anderen sind geflogen oder abgehauen. Ich habe keine Ahnung, das sieht man ja nicht. Man sieht nur, dass die Verbindung unterbrochen ist. Also entweder sie haben einfach die Verbindung verloren. Oder die Guten haben sich einfach ausgeklinkt, aus keine Ahnung welchen Gründen. Aber es kann natürlich sein. Tauren, Erderschütterer. Bezwingt Duria, bezwingt Dunkelspeertrolle. Ach so, wir müssen hier einfach nur durchkloppen, bis wir wieder unsere 100% haben. Und dann die, wo hier die ganze Zeit hin und her fliegt, die müssen wir dann auch noch kaputt hauen. Sollte für uns aber eigentlich kein Problem sein. Ich hoffe es zumindest. So, wir kloppen uns einfach fröhlich weiter. Zwischendrin ein bisschen laufen. Möglichst ohne drauf zu gehen selbst. Ach, dieses Weibstück nervt, ne? Dieses Druiden-Weibstück nervt einfach da hinten. Mit ihrem Wind, wo die immer schiebt. Die soll mal nicht so einen Wind machen hier. Die soll mal nicht so eine Welle reißen. Jetzt bleib doch mal stehen, Mädel. So, wir haben es ja schon gleich. Hui! Fliegen! Ich brauche ein Ziel. So, das sieht schon mal ganz gut aus hier. Wir kommen voran. Hui! Wir fliegen wieder! So, zack. Jetzt kommt die dumme Tussi hier dran. Die wo so nervt. Das heißt natürlich wieder Obacht geben. Das ist so ein Boss halt wieder. Und die hat bestimmt wieder irgendwelche Spezial-Dinge, wo sie uns mit an der Nase rumführen kann. Wie man gerade gesehen hat halt, ne? Und da ich gerade Kettenblitzschlag hier gelesen habe, ist es wahrscheinlich auch keine gute Idee, zu nah an den anderen zu stehen, weil wie Kettenblitz schon, wie man schon vermutet, ist Kettenblitz eigentlich nichts anderes, als dass man nah beieinander stehende Ziele trifft.
Und da sollte man im Idealfall halt ein bisschen weiter wegstehen, dass man davon halt nicht unbedingt getroffen wird. So. Schließ das Szenario. Achso, ab. Folgt König Anduin. Ja, ich bin noch da. Ich bin noch da, Schnucki. Ich laufe gerade eigentlich vor. Soll ich vielleicht nicht unbedingt machen. Ach du Scheiße. Monstrositätenkabinett. Gebt den Befehl, dann bringe ich uns in Sicherheit. Alles klar. Führt den Angriff auf die Stadt Leuderun durch. Und schon wieder müssen wir hier auf 100% kommen. Wenn wir jetzt flüchten, sind wir leichte Beute. Eure Zeit ist abgelaufen. Sieg den Verlassenen. Allianz, haltet stand. Jawohl, Chef. Huch. Ach, die gehören zu uns. Oh, ich darf da rein? Geil. Her damit. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich machen muss, aber... ich hau halt einfach mal drauf. Hui! Hui! Und rein da. Pam! Was ist das? Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Also einfach nur draufballern. Ah, ich kann sogar noch schneller. Guck mal. Ah, ratatatatata. Und das noch. Da, friss das, du Fettsack. Ah, ich hämmer gerade. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich hämmer gerade voll die Taste. Tschüssi. Ih, ich bin schon wieder vergiftet. Ist das ekelhaft. Sollte vielleicht nicht durch über diese Siffe laufen. Na, jetzt. Bam, Junge. Oh, ich krieg sogar EP. Guck mal. Und wieder wird gehämmert, die Taste hier. Bam. Haltet durch, Leute. Ich rette euch den Arsch hier. Na, läuft doch ganz gut hier. Oh, nicht gut. Ich will nicht ins Gift. Ich will nicht ins Gift. Ist böse. Gift böse. Geh mal aus dem Gift raus hier. Ist ja, das ist aber cool, dass die... dass die ganzen Feinde nicht uns als Gegner auswählen. Ja genau, hau das Zeug wieder da drauf, wo ich gerade stehe. Sondern dass die eigentlich die NPCs immer fleißig attackieren. Da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir in Ruhe attackieren können. Natürlich zählt das nicht, wenn wir uns natürlich als Einzige irgendwo mitten in dem Ding befinden. Ne? Dann zählt das natürlich nicht. Dann kriegen wir natürlich aufs Maul. Aber solange scheinbar die NPCs um uns rum sind, kriegen die anderen hier ihren eins aufs Maul und nicht wir. Ein Schrei, den man nicht hört. Obacht! Wer ist denn das links gewesen? Das war doch nicht Jaina, oder? Man hört immer noch nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob das fehlermäßig ist oder weil ich noch am Runterladen bin. Ich habe keine Ahnung. Findet Sylvanas. Alles klar. Ich laufe einfach mal dem Boss hinterher. Dann, denke ich mal, werden wir sie schon finden, die gute Frau. Was hat denn die für ein Vieh? Ach, guck mal, wir dürfen fliegen. Hui!
So. Ich weiß nicht, wie lange jetzt dieses Vorgeplänkel hier noch geht. oh Gott, wir haben übrigens gleich Mitternacht. Auch wenn hier oben kurz vor 15 Uhr steht, nein, wir haben eigentlich 23.54 Uhr. Das heißt, die Zeit orientiert sich scheinbar an einer anderen Zeit. Aber soll uns egal sein, ich habe hier wirklich eine Uhr. Also bei mir ist wirklich kurz vor Mitternacht. Was ist denn? Ach, das ist meine EP-Leiste. Die ist auch mal wieder unten angelangt. Wunderschön. Hohe Bedrohung? Hallo? Warum? Alter, das kann jetzt dauern, weil wir sind halt nur noch zu zweit, ne? Normalerweise sind da noch drei andere mit bei. Ich glaube, das könnte jetzt ein Weilchen dauern. Das ist aber doof. Komm, hier, hau das mal raus und hau das mal raus. Stampede! Ich weiß gar nicht, was das alles sein soll. Schleudert Teerfälle an den Zielort, um sich... gegen den Leer, die Bewegung seiner Gegner wird verringert. Eine Teerpfütze, Alter. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist auch neu. Das muss ich dann später erstmal so ein bisschen einsortieren, weil hier zum Beispiel das Totstellen habe ich normalerweise immer hier oben mit dabei. Damit ich das im Notfall schnell mal anklicken kann, wenn was ist. Das hier ist normalerweise auch viel früher woanders. Ach, komm. Das ist hier normalerweise auch nicht. Komm, hau das mal hier. Das kommt dahinter irgendwo. Das schmeißen wir mal hier hoch. Wo hatte ich denn das da? Ach, derweil haben wir ihn umgehauen. Sehr gut. Ich mag Anduin. Anduin ist ein viel besserer König als es Ding gewesen ist. Als es Varian gewesen ist. Ich konnte diesen Typen nämlich noch nie ab. Gut. Ist halt schade, dass da aktuell noch die Stimmen fehlen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt an der Beta liegt, daran, dass wir gerade runterladen oder dass es halt jetzt irgendwie ein Fehler ist. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich es auch einfach nur nicht eingestellt. Das wäre natürlich ganz doof. Moment. Was ist denn das schon wieder? Das ist schon wieder diese Sequenz. Was ist denn das? Warum kriege ich denn immer diese Todesschwinge-Sequenz hier rein? Ach, wir sind fertig. Danke. Das ist echt merkwürdig gewesen, ne? Ein Kriegsrat wurde einberufen. Nehmt am Kriegsrat teil, alles klar. Und ich hänge immer am Tisch fest. Aber was ist das? Was sind das für merkwürdige... Und das ist doch Jaina, die ist jetzt noch hässlicher, als sie früher schon gewesen ist. Und ich mag diese Frau nicht. Was wollte ich? Ja genau, hier. Das kommt einmal hier hin, das kommt einmal hier hin. Das ist Fressen, das kommt dahin. Für mein Tierchen muss ich sowieso, was ist denn hier, füttern? Freigeben, Wildtierkunde, wiederbeleben. Turtle? Skorpid? Was? Ich habe hier noch ein paar andere Viecher. Wo ist denn das Tier heilen? Wildtier? Freigeben? Füttern? Wiederbeleben. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Wo ist denn mein Buch? Ja, ist gut. Adlerauge, erschütternder Schuss. Ach guck, das eine Vielzahl der Angriffe habe ich so noch nicht mal drinne.
Brauche ich nicht, brauche ich auch nicht. Begleiter rufen. Urtümliche Wut, keine Ahnung, was das sein soll. Erhöht 40 Sekunden lang das Gruppen- und Schlachtzugmitglieder. Ah, alles klar, das ist ein Buff. Leuchtfeuer brauche ich nicht, Rückzug. Halt, das brauche ich auch nicht. Das kommt hier hin. Das ist Heilung, das ist Panzer. Üff. Das ist Eisfalle, die brauche ich auch nicht hier. Gegenschuss, das habe ich meistens, glaube ich, immer hier oben. Die habe ich meistens auch immer. Nee, das hatte ich hier unten. Oh Gott, ist ein bisschen. Sorry, ist ein bisschen komisch, aber ich habe kein Tier heilen mehr. Merkwürdig. Ach, Berufe. Berufe brauche ich sowieso nicht. Geh mal weg da. Ich habe auch kein. Oder habe ich das woanders da? Ah, hier. Ich kann das noch nicht mal auswählen. Wunderschön. Geh mal bitte von deinem Viech runter. Dann müsste ich hier genau das haben. Einmal knurren bitte. Das brauche ich nicht. Schleichen hier. So, und jetzt, wo ich das ausgemacht habe, müsste beim nächsten Kampf das Viech eigentlich ein bisschen sichtbarer sein, weil das war irgendwie ein Fehler schon seit Ewigkeiten, den die irgendwie noch nie geschissen gekriegt haben. Und ich nehme mal, ich hätte ganz gerne das Viech, das sieht schöner aus. So. Wer fliegt denn heutzutage noch mit einem Greif durch die Pampa? So, wo muss ich denn hin? Nehmt am Kriegsrat teil. Ich schätze mal, das ist irgendwo, wo war das? Ich schätze mal, das ist hier irgendwo. Ich schätze mal, das ist in der Burg oben. Da huschen wir. Kann ich denn ganz normal auch mal in den... Was? Wo bin ich denn? Oh Gott, ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. Ich habe die letzten... Da ist eine Quest. Ach, der Dunkelmond-Jahrmarkt. Nee, da habe ich kein Interesse für. Danke. Wo geht's denn? Da drüben geht's raus. Ich weiß jetzt halt nicht, ob irgendwie die Welt freigeschaltet ist oder ob nur bestimmte Dinge freigeschaltet sind. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sich das abspielt hier in der Beta. Ich habe noch nie eine Beta von WoW gespielt. Ich weiß nicht, ob da komplett alles freigeschaltet ist, ob da nur spezielle Teile freigeschaltet sind, ob die komplette Welt freigeschaltet ist oder nicht. Also ich habe keine Ahnung. Ich würde hier ganz gerne jetzt... Ah, hier. Einmal einen. So, jetzt ist er wieder da. Jetzt kann man das Scheißding wieder rausnehmen. Und... Kann ich? Ich möchte... Ach, genau. Nein, ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Och, wie doof. Liegt das an der Beta oder ist das jetzt so gewollt, dass es schon wieder nur spezielle Viecher gibt, die tanken und spezielle Viecher, die an Wildheit leiden, wollte ich gerade sagen. Das wäre ja scheiße, wenn das wieder nur ganz bestimmte Viecher sind. Das wäre echt mies. Ja, ich erhole mich, ist gut. Oh Gott, ich stelle mich gerade an wie so ein Anfänger, ey. Sam. Ach, Tier heilen, jetzt ist es da. Ach, wiederbeleben war es, glaube ich, weil es weg gewesen ist, weil ich auf dem Greif, glaube ich, saß. Und das nehme ich mal gerne mit hier rein. Weil ich das im Kampf, wenn ich es brauche. Wo ist denn Begleiter freigeben? Hier ist es. Wenn ich es nämlich brauche, habe ich es hier und muss nicht erst da draufklicken. So, ich hole jetzt mal eine Schildkröte. Ach, guck mal, man kriegt sogar die Terrorpäne. Und die ist jetzt mal mit Sicherheit hier unser Tank. Jawohl. Genau, das wollen wir auch. Mit... Oh, Moment. Nein. Das möchte ich. Und zwar das Knurren, dass ich das immer wieder ein- und ausschalten kann. Spurt brauche ich nicht. Panzerschild brauche ich nicht. Die hat auch keinen Donnerknall mehr, die Schildkröte.
Oh, ich glaube, ich spiele wieder mit meinem Todesritter weiter. Das ist ja doof. Was kommt als nächstes? Brauche ich schon wieder Muni oder was? Das wär's, wenn ich wieder Muni brauchen würde. So, ich hoffe, ich darf hier jetzt stehen bleiben, ohne dass was passiert. Ja, sehr gut. Da kann ich hier jetzt nämlich mal kurz die Folge beenden, aber vorher gucke ich noch mal nach dem Sound. Dialoge. Ich hoffe, dass mir da nicht gerade jetzt nicht gerade die Ohren abfallen. Was haben wir denn hier? Musikschleife. Sound im Hintergrund. Hall aktivieren. Abstand. Todesritterstimmen. Voice Chat. Push to talk. Ja, das ist das, was ich eingegeben hatte. Aber es hat irgendwie trotzdem nicht funktioniert. Keine Ahnung warum. Aber ist auch egal. Ich beende jetzt hier erstmal die Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir an dem Kriegsrat teilnehmen und wenn es dann weitergeht mit der ja, neuen Geschichte. Also, wir sehen uns dann, ne? Tschüss.